sehr verehrte Zuschauer. Danke, dass Sie sich wieder auf Klagemauer TV zugeschaltet haben. Heute berichten wir von der ersten globalen Friedensmahnwache aus Wien. Die erste Mahnwache für den Frieden wurde von dem Deutschen Lars Meerholz ins Leben gerufen und fand im März 2014 in Berlin statt. Wie viele andere fühlte er sich von den westlichen Massenmedien hinsichtlich des Ukraine-Konflikts sehr einseitig und unwahr informiert. Aus diesem Grund beschloss er, auf die Straße zu gehen und startete den Aufruf, ich zitiere, zum friedlichen Widerstand, für Frieden in Europa und auf der Welt, für eine ehrliche Presse und Auflösung des Diktates der US-Zentralbank Federal Reserve. Diesem Aufruf schlossen sich innerhalb kürzester Zeit Zehntausende Menschen in ganz Europa an. Mittlerweile demonstrieren wöchentlich in mehr als 100 Städten Menschen verschiedenster Religion, Hautfarbe und Herkunftsländer. Gemeinsam stehen sie gegen die Gleichschaltung der Medien, für den Frieden und die Verhinderung eines dritten Weltkrieges. Nun findet in Wien die erste globale Friedensmahnwache statt. Dabei handelt es sich um ein Treffen aller Friedensmahnwachen Europas. KlarTV war für Sie vor Ort in der Wiener Innenstadt. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich vor dem Wiener Parlamentsgebäude. Zahlreiche Menschen aus ganz Europa sind heute zur ersten globalen Friedensmahnwache in die österreichische Hauptstadt gekommen. Sie alle erheben ihre Stimme gegen die einseitige Berichterstattung der Leitmedien, die sogar ganze Völker gegeneinander aufhetzt. Während die USA und die EU bereits über weitere Sanktionen gegen Russland sprechen und die NATO-Länder unbeirrt mit dem Aufrüsten an der Grenze zu Russland fortfahren, haben sich diese Bürger hier versammelt. Sie haben den Mut, gewaltlos und gemeinsam für den Frieden und für unzensierte Medien auf die Straße zu gehen. Ja, hallo Wien, hallo Welt, muss man ja sagen. Die erste globale Mahnwache in Wien, eine wunderbare Sache. Für alle Passanten, die hier gerade vorbeilaufen und sich die Frage stellen, ja, wer steht denn hier eigentlich? Nun, wir sind die Mahnwachen für den Frieden. Es gibt uns in über 120 Städten in Deutschland und in immerhin 20 Städten in Österreich und auch mehreren Städten in der Schweiz und anderen Ländern. Und in Deutschland hat man gemerkt, dass wir langsam anfangen, gefährlich zu werden. Wer sind wir hier, fragt man sich. Man sieht hier überhaupt keine Flaggen, außer vielleicht so eine Friedensflagge. Was für eine Partei, was für eine Organisation steht hier? Wir sind alle nur Menschen, die gemeinsame Ziele haben. Und diese gemeinsamen Ziele lauten zum einen diese frappierende soziale Ungerechtigkeit, die sich im Augenblick vor uns auftürmt, nicht nur in Österreich und in Deutschland, sondern vor allem in ganz Europa, insbesondere Spanien und Griechenland, wo die Kacke wahrlich am Dampfen ist. Dagegen stehen wir hier. Wir stehen gegen eine Verblendung der politischen Meinung, ja, und eine Gleichschaltung der politischen Meinung durch eine gleichgeschaltete Presse. Hier bei euch in Österreich vielleicht noch nicht ganz so schlimm wie bei uns in Deutschland. Und wir stehen vor allem gegen die Beteiligung an sogenannten Friedenseinsätzen, die nichts anderes sind als geopolitische Strategie, um an Öl und Rohstoffe zu kommen, und weshalb wir unsere Leute in den Krieg schicken, um noch ärmere Säulen zu bombardieren und zu beschießen. Das ist der Grund, warum wir hier gemeinsam in Wien zusammenkommen. In Deutschland, da lassen Sie uns nicht so nah ans Parlament ran. Hier bei euch ist das doch möglich, und darum stehen wir hier heute in Wien für diese Ziele. Und wenn man sich ansieht, was seitdem dort los ist, ja, da kämpfen wirklich im Osten im Auftrag der Regierung Bataillone, die mit dem Runenzeichen der SS-Panzerdivision das Reich bestückt sind, gegen Zivilisten und bombardieren Großstädte. Da werden Massaker von Seiten des rechten Terrors verübt auf Menschen in Odessa oder in Mariupol. Bis heute wissen wir überhaupt nichts, was mit der MH17 wirklich war. Und wir wissen auch bis heute nicht, wer die Todesschützen waren im Maidan. All das wird verschwiegen. Wenn man sich das alles anschaut, dann muss ich sagen, dass so ziemlich der friedlichste Aspekt dieses ganzen Jahres in der Ukraine die Sezession und anschließende Eingliederung der Krim nach Russland war. Und ich kann euch auch nur noch ein Beispiel bringen, um das zu vergegenwärtigen, was gerade in dieser Welt verkehrt läuft. Ich arbeite in einem Bio-Großhandel. Ja? Wir liefern Bio-Läden. Und ich komme aus Erfurt. Und wir haben gleich neben Erfurt eine riesengroße Plantage, das nennt sich die Farnerschen Höhen, mit Apfelbäumen, mit Birnbäumen, mit Kirschbäumen. Wisst ihr, was passiert? Seitdem
EU-Embargo gegen Russland. Werden diese Äpfel nicht mehr abgeerntet? Nein, die bleiben am Baum hängen und verrotten. Und gleichzeitig stehe ich in meinem Bio-Großhandel und wir verteilen Äpfel aus Argentinien und da steht Bio drauf. Das ist unglaublich, was sich hier abspielt. Es werden Millionen Tonnen von Lebensmitteln in dieser EU jedes Jahr vernichtet. Und in Nordafrika und in Indien, egal wo wir hingucken, auch Südamerika, da verrecken die Menschen, weil sie kein Trinkwasser haben, weil sie nichts zu essen haben. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Kriegen und der Art, wie die Hauptmedien darüber berichten? Ich denke, es gibt Zusammenhänge, denn ich habe den Eindruck, es wird relativ einseitig berichtet. Es werden sehr reißerische Fotos gebracht. Es wird immer eine Seite als gut genannt, eine andere als böse. Also ich denke, die Medien spielen ihre Rolle im Kriegsgeschehen. Ja, danke. Und was glauben Sie, was ist Ihrer Meinung nach das Motiv für diese unwahre Berichterstattung? Die Berichterstattung, so wie man sie heutzutage in den Medien liest, erweckt den Eindruck oder ergibt den Verdacht, dass kriegstreibende Mächte im Hintergrund stehen, die doch Konflikte eher anheizen als kalmieren. Ja, und was hat Sie dazu bewegt, heute an der ersten globalen Friedensmahnwache teilzunehmen? Ich bin da, um einerseits ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen, dass wir als Menschen, als normales Volk sozusagen, keinen Krieg wollen. Und auf der anderen Seite bin ich da, um mich zu vernetzen, mit anderen zusammenzutun, die eben dieses gleiche Anliegen haben auf dieser Welt, eben diesen Frieden durchzusetzen. Frieden ist möglich durch ein gemeinsames Miteinander, solange wir nicht gegeneinander aufgehetzt werden. Denken Sie, dass die Medien derzeit zum Zustandekommen von Kriegen beitragen? Auf jeden Fall. Das war nie anders. Also, das erlebt man doch. Das sind nur Propaganda in der Zeitung. Nur um geschäftsschädigende Informationen vor dem Wahlvieh zu verheimlichen. Wenn das Wahlvieh die Informationen hätte, gar nicht wählen würde. Oder es hat eh keine Rolle, wenn wir wählen. Es gibt ja die Bilder bei Gruppen, wo die Präsidenten ausgesucht werden. Unsere Meinung, das ist völlig wurscht. Und was ist Ihrer Meinung nach das Motiv für diese unwahre Berichterstattung? Kontrolle über die Massenmedien, die Menschheit dafür Bewusstsein nicht erlangen und dagegen wird gearbeitet. Denken Sie, dass die Medien derzeit zum Zustandekommen von Kriegen beitragen? Auf jeden Fall. Viele Medien versuchen, die Meinungen von der Politik den Menschen nahezubringen auf eine manipulative Art und Weise, was eigentlich nicht den Medien gerecht sein sollte. Medien sollten transparent sein und eigentlich die Wahrheit vermitteln und nicht da irgendwelche politischen Ziele verfolgen. Sind Ihrer Meinung nach die Mainstream-Medien Mitverursacher von Kriegen? Ja, auf alle Fälle. Das ist die Macht Nummer 4, hat es früher geheißen. Dann ist sie schon vorgerückt auf Nummer 3. Und mittlerweile steht bei manchen schon, dass das die Macht Nummer 1 ist. Und das ist wirklich sehr angsterweckend. Und was sehen Sie als Motiv dafür, für diese unwahre Berichterstattung? Geld, Macht, Gier. Und was hat Sie dazu bewegt, heute an der ersten globalen Friedensmahnwache teilzunehmen? Weil Frieden geht jeden was an. Ja? Also zuerst natürlich fängt jeder bei sich an, kehrt vor seiner eigenen Haustür. Ja? Und wir leben ja nicht in einer heilen Welt, sondern man muss dort wirklich genau hinschauen, ja? Und Missstände aufdecken und nicht nur schönreden oder wegmeditieren oder was auch immer. Da gehört auch was gemacht, damit wir alle ins Handeln kommen. Glauben Sie, dass die westlichen Medien durch unwahre und kriegshetzerische Berichte den Frieden Europas gefährden?
Nach den letzten, was ich weiß, besteht für mich leider da kein Zweifel darüber, weil die amerikanischen Regierung hat Interesse daran, Unruhe zu stiften, um sowohl ihre eigenen Haushalts zu sanieren und uns alle in Schwierigkeiten zu bringen, um ihre eigenen politischen Interessen durchzusetzen, egal welche anderen Interessen da es noch geben könnte. Und was hat Sie dazu bewegt, heute an der ersten globalen Friedensmahnwache teilzunehmen? Ja, ich bemühe mich generell etwas für den Frieden zu tun, voranzubringen, den Frieden zu sichern. Es hat nichts Spezielles jetzt mit der Mahnwache zu tun, sondern es geht generell um etwas für die Friedensstabilisierung in Europa und überhaupt auf der Welt zu tun, weil anscheinend sind da andere gar nicht daran interessiert, einen Frieden, wie gesagt, aufrechtzuerhalten. Die machen viel bessere Geschäfte damit, Unruhe zu stiften. Und deswegen, denke ich, ist jeder herzlich eingeladen, mitzuhelfen, den Frieden in unserem Land zu sichern. Dankeschön. Braucht es Ihrer Meinung nach alternative Medien, die der Bevölkerung ein objektives Bild vermitteln? Die können auf jeden Fall nicht schaden, aber was es vor allem braucht, ist ein kritisches, waches Bewusstsein und zwischen den Zeilen lesen können. Während hinter mir noch bis spät am Abend mit zahlreichen Beiträgen ein denkwürdiges Zeichen für Frieden und unzensierte Medienberichterstattung gesetzt wird, verabschiede ich mich von der ersten globalen Friedensmahnwache hier vor dem Wiener Parlamentsgebäude und gebe zurück an meine Kollegin ins Studio. Diese Bilder zeigen, dass unzählige österreichische und europäische Bürger nicht mehr stillschweigend akzeptieren, dass Massenmedien manipulieren und wichtige Fakten häufig unterschlagen. Auch haben sie realisiert, dass eine Wiederholung dieser schrecklichen Kriege nur dadurch verhindert werden kann, indem sie selber wieder Verantwortung übernehmen. Möchten auch Sie sich aktiv bei dem Schulterschluss gegen die Zensur einreihen und für bessere Medien und ein friedvolles Miteinander einstehen? Sicherlich finden auch in Ihrer Nähe solche Veranstaltungen statt, wo Sie sich internetunabhängig, regional vernetzen und auch unterstützen können. Außerdem danken wir Ihnen für jedes Weiterverbreiten dieser ermutigenden Sendung und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend.